Wechsel und diesmal wieder zur Animation bzw. Stop Motion à la Wallace und Gromit vom Hause Aardman. Tja, und die hatten einen neuen Einfall und damit sage ich nur Chicken Run, Hennen rennen. Chicken Run, Hennen rennen aus dem Jahre 2003 geht 84 Minuten genau und ist ein Familienfilm, aber doch nicht für die ganz kleineren Kinder, denn die gruseligen Szenen könnten die doch schon etwas traumatisieren. Okay, also worum geht's eigentlich? Es geht um Hühner auf einer Hühnerfarm, die sich unterdrückt fühlen und was sie schon alles versucht haben auszubrechen. Oben drüber, unten durch, Tunnel, Bergwerk, was weiß ich, sie schon versucht haben. Es geht immer wieder schief. Das Eiergeschäft läuft schlecht, die Bauern steigen auf Hühnerpastete um und da müssen die Hennen schnellstens rennen, jedoch finden sie keinen Ausweg, bis dann plötzlich ein Hahn vom Himmel fällt und ihnen verspricht, das Fliegen beizubringen, angeblich, doch er kann gar nicht fliegen ich glaube, das lassen wir mal mit der Handlung. Okay, also. Chicken Run Hennen Rennen ist technisch gesehen auf jeden Fall ein Meisterwerk. Auf der Blu-ray sieht das Ganze richtig, richtig geil aus. Das haben sie von 2003 auf 2011 wirklich sehr richtig gut aussehen lassen, als wäre er von heute. Die Animation bzw. die Stop-Motion-Kneten, die sind einfach richtig realistisch, mit viel Liebe zum Detail geknetet, wie bei Wallace und Gromit. Und es ist einfach faszinierend, was für eine Arbeit es ist. Deshalb muss ich das auch nochmal doppelt würdigen. Denn man muss das alles einzeln abfotografieren. Und 24 Bilder pro Sekunde, pro Minute, pro 84 Minuten, das kann man sich mal ausrechnen. Das ist ganz schön viel Arbeit. Man muss das Bewegung so minimal machen, damit es auch wirklich nicht so, sondern so, dass es also eben realistisch wirkt. Also, und das ist eben eine faszinierende Leistung, von daher Hut ab. Also dafür gibt es schon mal definitiv einen dicken, fetten Pluspunkt, denn das ist ein Aufwand, den man bei Computeranimationsfilmen nicht hat. Okay, und ich finde, die Animationen wirken wirklich sehr menschlich und das Skript ist perfekt geschrieben. Es ist wirklich ein sehr, sehr skurriles Skript. Nicht ganz so gut wie bei Wallace und Gromit, aber schon kann es mithalten. Aber Wallace und Gromit ist einfach nicht zu toppen. Es ist einfach die beste, skurrilste Idee, die Hartman je hatte. Und Chicken Run ist dagegen einfach ein Familienfilm. Er ist nett, lustig, toll anzusehen, aber eben nichts Weltbewegendes. Also von daher, guckt ihn euch unbedingt mal an. Aber ihr werdet enttäuscht sein, wenn ihr sowas zu große Erwartungen dran habt. Also ist ja meistens so, aber die Musik hier ist fantastisch. Also es sind unbekannte Komponisten, glaube ich, aber die ist einfach wirklich fantastisch. Die habe ich mir noch von früher eingeprägt, denn ich habe diesen Film schon mal früher gesehen. Die habe ich mir wirklich ganz doll eingeprägt und unglaublich, an welche Bruchteile noch er sich erinnert. Ich konnte mich an gar nichts erinnern. Aber an diese eine Szene, an irgendwie solche Slapstick-Momente, an solche ganz Brüller, kann ich mich erinnern. An diese Stelle, wenn den Film jemand kennt, wo der Bauermann sagt, was für eine Pastete wird denn darin hergestellt? Dann sagt die Frau ironisch, Apfelpastete. Sagt der Mann, oh, meine Lieblingspastete. Also, und daran kann ich mich wirklich richtig dran erinnern, weil da habe ich mich totgelacht, obwohl ich 4, 5, 6 Jahre alt war, weiß ich nicht mehr ganz genau. Es ist einfach faszinierend, was hängen bleibt. Also, das war's für heute. Wir sehen uns, Leute, das nächste Mal. Ciao.